So, liebe Leute, ich brauche mal ein Modell, und zwar, es gibt immer wieder Schwierigkeiten beim Verstehen von Spannungsquelle, Widerstand, überhaupt elektrischen, elektronischen Bauelementen, Schaltungen und. Und da habe ich mir Folgendes einfallen lassen, und zwar, ich vergleiche mal zuerst die Spannungsquelle mit einem großen Topf und einem breiteren, aber nicht ganz so hohen Topf. Warum? Ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wir hatten ja gesagt, ein Potentialunterschied kann man der Spannung gleichsetzen. Potential, hier wäre es eine potenzielle Energie, die das Wasser hat, oder ein gewisser Wasserdruck, der hier unten drauf lastet und so weiter. Ich habe das Ohmsche Gesetz schon mal so ähnlich mit Wasserdruck und Co. erklärt. Schaut immer hier oben auf die Links. Dieses Video wartet hier, falls ihr irgendwie euch noch tiefer weiterbilden wollt. Dann könnt ihr da ruhig raufklicken und kommt dann hier wieder zurück. Also, auch zum Thema Potentialdifferenz hier nochmal auf den Link klicken. Und jetzt habe ich mir einfach gesagt, ich werde die Gefäße verbinden über einen Schlauch. Und zwar werde ich noch einen Schieber einfügen. Und zwar, der Schieber besteht aus einem Körper, hier die Anschlüsse, und einem Schieber, der da drin ist, der hier frei laufen kann. Also der kann hier noch ein bisschen runtergedrückt werden. Wenn ich hier oben drauf drücke, dann kommt die Öffnung zwischen diese beiden Rohrenden sozusagen. Das entspricht dem elektrischen Schalter. Gleich nochmal dazu auch, der Widerstand ist eigentlich auch nichts anderes als eine verengte Stelle. Wenn wir das Wassermodell für den elektrischen Strom wählen, lässt sich aber vieles damit erklären. Das wäre das Schaltzeichen des Widerstandes, das wäre da eben das Schaltzeichen eines Schalters. Und hier habe ich eben Folgendes gemacht. Ich habe diese beiden Gefäße, hier habe ich ganz viele Elektronen drin, also ganz viel Wasser, hier habe ich noch keine drin, hier wäre also die positive Ladung, hier die negative. Und die habe ich jetzt darüber verbunden, aber der Schalter ist noch offen. Sobald ich den aufmache, gibt es eine Art elektrischen Kurzschluss. Aber selbst wenn ich hier über einen Widerstand eine Verbindung herstelle, werden immer die überschüssigen Elektronen versuchen, irgendwohin da zu gelangen, wo nicht so viele sind. Also wird sich dieser Behälter leeren und diesen füllen. Also das bedeutet, hier ist eine Art Elektronenfluss. Wie gesagt, modellhaft. Wenn aber der Potentialunterschied zwischen beiden Töpfen, egal ob die oben eine kleine oder eine große Öffnung haben, Potential, denkt an den Link, Potential heißt also auch auf Mechanik bezogen die Höhe, potenzielle Energie, erinnert euch. Dann, wenn die also beide das gleiche Potential haben, dann ist Delta P gleich 0, dann ist hier vorbei. Dann fließt auch nichts mehr hin und nichts mehr her. Gut, ich hoffe, darüber lässt sich die Spannungsquelle und das Entladen erklären. Also hier wäre sie entladen. Hier sind gleich viele Elektronen auf beiden Seiten. Na gut, probieren wir mal das nächste Modell. Ein Kondensator. Ich habe hier wieder meine Spannungsquelle und ich habe hier einen Kondensator und der ist nichts weiter als, das ist mir vielleicht nicht so gelungen, als dünne Röhren. Gleiche Höhe oder mindestens die gleiche Höhe, aber dünne Röhren. Wenn ich jetzt, hier habe ich sie noch nicht angeschlossen, hier ist noch keine Verbindung. Wenn ich jetzt die aber zusammenschließe, passiert Folgendes. Es wird dieses Wasser, denkt an kommunizierende Röhren, Schlauchwaage, werde ich hier den Link anbringen, es wird dieses Wasser hier in diese Röhre reinströmen. Das heißt, hier ist ein Stromfluss, bis gleiches Potential ist, bis Delta P wieder 0 ist, ne? Der Potentialunterschied nicht mehr da ist. Hier auf der Seite ist gar nichts passiert. Das entspricht diesem Schaltzeichen. Heißt aber nichts anderes. Der Kondensator, nämlich die beiden Röhren, ist jetzt aufgeladen. Denn hier habe ich mehr Elektronen als hier. Wenn ich den Kondensator also wegnehme, dann habe ich eine Mini-Batterie. Deswegen haben die übrigens auch ähnliche Schaltzeichen. Hier ist mir das Batterieschaltzeichen ein bisschen misslungen. Will sagen, ich werde mal was versuchen, ob ich das ausschneiden kann, das Kondensatorchen. Kopieren und mal hier einfügen. Ja. Ja, wenn ich dann den Kondensator wieder von der Spannungsquelle trenne, was habe ich dann? Ja, lassen wir mal die roten Leitungen hier weg, das ist unwichtig. Dann habe ich wieder so einen ähnlichen Topf wie hier. Und zwar einen gefüllten und einen nicht gefüllten. Das heißt, der Kondensator ist geladen und er würde sich auch gerne ausgleichen, geht aber nicht, weil es hier im Wassermodell auch nicht möglich ist. Ich hoffe, ich konnte den Kondensator ein bisschen verständlicher machen. Ich habe mir noch was einfallen lassen. Und zwar, ihr kennt alle die Föhns, die so ungefähr so aussehen. Man sagt auch Radiallüfter dazu. Hier geht die Luft rein,
Also wird es angesaugt, hier kommt sie wieder raus. Wenn man den Föhn ausmacht, saugt er hier noch eine Weile und pustet noch so lange, bis er steht. Der macht das deswegen eine Weile, weil das Rad ja träge ist. Das Rad hat eine gewisse Masse, ist mit dem Motor verbunden, der dreht sich auch noch nach und so weiter. Wir gucken uns jetzt das ganze Ding mal von der Seite an. Und zwar, ich nehme mal Wasser, damit hier mehr Masse drin ist. Wieder mein Wassermodell. Damit hier mehr Masse drin ist, mehr Masse bedeutet mehr Trägheit, umso länger wird das Rad nachdrehen. Gut, ich schicke also Wasser rein. Dieses Segment füllt sich, treibt den Rotor an. Das nächste Element füllt sich und das geht immer weiter, bis natürlich dann oben hier was rauskommt. Was diese Haars bedeuten, sage ich gleich. Ich lasse die ganze Zeit hier Wasser reinlaufen, dann wird hier oben welches wieder rauskommen und es wird noch einiges mitgenommen, weil die Öffnung zu klein ist, wird sie nicht so viel, werden hier in den Segmenten immer noch Wasser bleiben. Das bedeutet, ich habe nichts anderes gemacht als eine Spannungsquelle. Ich habe jetzt mal die Töpfe weggelassen, als eine Spannungsquelle über einen Schalter, geschlossenen Schalter, und daran eine Spule angeschlossen. Die Spule habe ich betrieben. Das H bedeutet magnetische Feldstärke. Somit kann man es vergleichen. Wir wissen alle, wenn Strom durch eine Spule fließt, ergibt es einen Elektromagneten. Warum das aber so spannend ist, man sagt auch Induktivität zu einer Spule. Warum das so spannend ist, darauf komme ich gleich. Wir lassen also jetzt den Strom fließen, ich habe einen Elektromagneten. Hoffentlich kriege ich den Link noch zum Thema Elektromagnet und Magnetismus hin. Wenn nicht, dann ganz zum Schluss. So, und jetzt mache ich den Schalter mal auf, also ab hier. Also hier kommt nichts mehr nach. Dann ist das wie beim Föhn, beim Radialföhn, beim Axialföhn ist es so ähnlich. Dann habe ich ja hier noch Wasser drin und das Wasser hat eine relativ hohe Masse und hält meinen Rotor in Schwung und wird natürlich hier noch austreten. Das hat ja Platz. Hier wird es nicht austreten, weil die Richtung nicht stimmt. Also hier wäre es dumm, wenn es austrete, denn es dreht sich immer noch so nach. Das ist so, als wenn ich einen Löffel rausnehme aus einer Kaffeetasse, wo ich ganz doll gerührt habe, dann dreht das Wasser nach und zwar, es bleibt in einer Richtung. So, und das wird jetzt immer weiter passieren. Ich habe immer noch Wasser drin, es kommt noch immer noch welches raus und die fast leeren oder immer leerer werdenden Segmente, die drehen immer noch mit. Sie werden immer leerer, immer leerer, immer leerer. Man kann das damit vergleichen, dass die magnetische Feldstärke abnimmt. Das heißt also, auch eine Spule ist ein Energiespeicher, bloß eben auf eine andere Art. Hier ist es die kinetische Energie, die in Gang gebracht wird und dann mir zum Schluss wieder potenzielle Energie liefert. Weiteren Strom. Ich werde diese Modelle wahrscheinlich noch öfter verwenden, zum Beispiel beim RC, also Widerstand Kondensatorglied, LC, Induktivität und Kondensatorglied, oder überhaupt beim Schwingkreis und. Ich hoffe, dass das zum allgemeinen Verständnis beitragen wird. Und wenn ihr Wünsche oder Ideen habt, gerne, vielleicht muss ich meine Modelle ganz umdenken oder verbessern, wie auch immer. Die sind nicht perfekt. Wir sagen immer in der Physik, Modelle, die können etwas veranschaulichen, die können aber nichts unbedingt bis zum Letzten erklären. Gut, ja, dann hoffe ich, dass das geholfen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen und ich werde immer wieder auf dieses Video verlinken und jetzt zum Schluss werde ich noch Links anbringen. Ja, na denn, alles Gute, macht's gut, tschüss.